Spitzensport begrüßen zu können. Mein Name ist Martin Fischer. Ich bin der lokale Büroleiter Brandenburg der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Und ja, ich darf zugeben, es ist tatsächlich heute eines der Highlights dieses Jahres für mich, zumindest unsere Diskussion heute. Und auf der einen Seite bin ich traurig, dass wir uns nicht persönlich heute zusammenfinden können und vielleicht im Anschluss an die Veranstaltung noch mit einem Glas Brause die ein oder andere Diskussion führen. Gleichzeitig erlaubt unsere digitale Veranstaltung heute, dass Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet sich zuschalten können, bei uns sein können. Und das tröstet mich ein wenig. Ich möchte es nicht vergessen, mich zu bedanken. Zum einen bei unserem Kooperationspartner, dem Waschhaus Potsdam. Wir hätten es gerne bei euch in den großen Räumen gemacht. Nun machen wir es digital, aber ich freue mich sehr, Matthias Pasek, dass du gesagt hast, wir sind auch bei der digitalen Veranstaltung dabei. Und ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Vielleicht sehen wir uns 2021 mit Herrn Seppel dann in echt. Mein zweiter Dank geht an die Expertinnen und Experten heute hier in dieser Runde, die uns einen Einblick geben in ein Metier, das den meisten von uns Teilnehmern unbekannt sein dürfte, das Doping-Geschäft, Doping-Netzwerke, was uns aber gleichsam alle stark interessieren wird. Und ich bin auch gespannt, was wir heute für Möglichkeiten dargestellt bekommen, wie man diesen Doping-Sündern dann das Handwerk legen kann, welche Möglichkeiten der Staat hat, welche Möglichkeiten aber auch die Sportinstitutionen selbst haben. Und nicht zuletzt möchte ich einen großen Dank ausrichten an Sie, Johannes Herber, als ehemaliger Basketball-Nationalspieler und jetzt Geschäftsführer bei Athleten für Deutschland. Setzen Sie sich wie kein anderer für die Interessen der Sportlerinnen und Sportler in Deutschland ein, vertreten die auch nach außen. Und ich freue mich, dass wir Sie gewinnen konnten heute als Führer durch unsere Veranstaltung, als gewieften Fragesteller der Diskussion. Und ja, ich freue mich auf einen fantastischen, interessanten, spannenden Abend und möchte damit dann das Wort an Matthias Pasek weitergeben. Herzlichen Dank. Hallo. Ja, Martin, hörst du mich? Bin ich? Ja. Ja, auch ich freue mich und vielen Dank, dass wir jetzt auf diese Art und Weise zu gefunden haben. Wenn Sie sich jetzt fragen, du hattest es ja schon erwähnt, und warum ich jetzt hier mit begrüße, dann liegt es einfach daran, dass wir sehr gerne diese Veranstaltung in den Räumen des Waschhauses durchgeführt hätten. Nun ist es der virtuelle Raum, aber deshalb die Veranstaltung sicher nicht. Aber es gibt auch andere Punkte. Kunst und Kultur oder die Freiheit für die Kunst und Kultur wichtig ist. Na jetzt. Ja, dass Kultur und die Freiheit für uns sehr wichtig ist. Aber ich bin mir sicher, auch für den Journalismus ist Freiheit und das freie Recherchieren, der investigative Journalismus eine ganz wichtige Sache. Ansonsten können wir uns einen solchen Journalismus sparen. Insofern haben wir auf jeden Fall von vornherein gesagt, wir sind da mit dabei und wir hätten uns wahnsinnig gefreut, wenn es bei uns in unserem Bund hätte. Freue ich mich, dass ich die Ehre habe, Radio Seppel und wie dringend dieses Thema eigentlich ist, zeigte er uns 1997 durch den Film Staatsgeheimnis Kinderdoping. Da geht es um das Kinderdoping in der DDR. Da merkt man schon, wie sehr stark oder wie stark der Staat mit dem Thema Politik, mit dem Thema Doping verwandelt ist. Dann folgten mehrere Dokus mit dem Thema Geheimsache Doping, was letztendlich sogar dazu geführt hat, dass zur Weltmeisterschaft 2018, wie ich gelesen habe, Hajo Seppelt sogar zur Persona non grata erklärt wurde für den russischen Staat und sie nicht einreisen durften. Insofern freue ich mich auf Ihre Rechercheergebnisse und ich freue mich. Hallo? Ja. Ja, leider, lieber Matthias Park, haben wir dich
jetzt leider verloren, aber lieber Herr Seppelt, ich glaube, das war die Überleitung direkt zu Ihnen und ja, wir sind alle gespannt auf Ihren kurzen Vortrag spannenden Einblick in die Doping-Netzwerke. Also ich habe in der Tat eben auch nicht so richtig viel verstanden, durch technische Probleme bedingt, aber ich hoffe, dass ich jetzt zu verstehen bin. Hallo in die Runde. Jetzt ist es ja das Interessante, dass man gar nicht weiß, zu wem man eigentlich hier spricht. Ich habe gehört, hier seien doch fast 100 Teilnehmer jetzt mit dabei. Na, das ist in der Tat ein Vorteil des Digitalen, dass man jetzt eben auch sehr viel größere Reichweiten quasi hat bei einer solchen Veranstaltung. Ja, ich werde das mal auf 20 Minuten in etwa begrenzen, was ich Ihnen erzählen kann. Ich bin der, wenn man so möchte, Kopf der ARD-Doping-Redaktion. Die ist seit 2007 initiiert unter dem Dach des Westdeutschen Rundfunks. In Köln gibt, inzwischen ist das Ganze doch sehr viel größer geworden, aber die Arbeit, mit der ich mich beschäftige seitdem, ist auch viel größer geworden, war allerdings vorher anders. Also ich habe schon in den 90er Jahren, das ist ja eben schon angeklungen, mich mit dem Thema Doping beschäftigt. Damals war in der Tat der Anstoß dafür, dass Doping in der DDR und zahlreiche Unterlagen, die mir damals vorlagen, die gezeigt haben, was ein Staat alles machen kann, wie er Kinder und Jugendliche manipulieren kann zum Zwecke der Anhäufung von Medaillen und am Ende eben auch dazu, die Reputation des Staates über den Sport zu erhöhen. Da hätte ich schon viele Fragezeichen zu, ob das die Aufgabe des Kulturgutsports eigentlich sein sollte oder nicht. Jedenfalls hat mich das damals so bewegt und auch so interessiert, dass ich irgendwie glaubte, dass das ein Thema ist, was für mich als damals ja auch noch partiell klassischen Sportreporter eben doch viel spannender ist als die übliche, wie wir im Sportreporter-Jargon zu sagen pflegen, 1-0-Berichterstattung. So kam ich zu dem Thema. 2006, 2007 kam es dann in der ARD zu massiven Diskussionen über die Frage, wie wir mit Sport im Fernsehen und im Radio umgehen. Damals spielte online noch nicht so eine ganz große Rolle. Und das führte zu Debatten. Ich war einer von den Vertretern, die gesagt haben, dass wir eigentlich so nicht weitermachen können, dass wir nicht zum verlängerten Arm der Sportindustrie werden kann oder das Sportbusiness, sondern das Journalismus, vor allem dann, wenn er über Gebühren finanziert ist, dass er eigentlich einen anderen Auftrag hat. Natürlich müssen wir auch unterhalten, natürlich sollen wir auch, wenn man so möchte, rein informativ zeigen, was ist, aber wir sollten eben genauso auch bilden, wir sollten die Hintergründe beleuchten, wir sollten Dinge zeigen, die man an der schillernden Oberfläche des Sportbusiness eben nicht so ohne weiteres sehen kann. Und das war unter anderem damals eben auch ein Thema rund um die Tour de France-Berichterstattung der ARD. Das gipfelte damals in zahlreichen Diskussionen, ob es richtig ist, dass beispielsweise die 1 auf dem Trikot eines Tour de France-Fahrers prangen sollte, als ob wir quasi die Tour de France auch als Werbetool für die ARD begreifen sollten oder nicht, wie weit die Nähe gehen darf zu Protagonisten des Sportbusiness. Es war die Zeit, in der nach meinem Eindruck zumindest Leute wie beispielsweise Thomas Bach, interessanterweise ja auch FDP-Mitglied, dass solche Leute eben nicht etwa als kritische Parts des Sports verstanden worden sind, sondern eben als quasi Experten, die uns die Innenansichten des IOC erklären. Und das relativ unkritisch von uns befragt, das war aus meiner Sicht der falsche Weg, weil es natürlich ganz, ganz viele Dinge hinter den Kulissen des Sports gibt. Johannes Herber weiß das inzwischen durch die Arbeit für Athleten Deutschland, was es heißt, eben ganz knallhart eben auch Geschäftsinteressen zu sehen und auch in Frage zu stellen, die natürlich ein solches Unternehmen wie das IOC hat, das auf der anderen Seite wieder quasi wie ein Schweizer Privatverein in der Schweiz behandelt wird. Aber da klaffen natürlich riesengroße Unterschiede zwischen dem, was das IOC formal sein mag und dem, was es de facto ist. Das IOC hat unsere Arbeit immer wieder tangiert, aber der Schwerpunkt lag ab 2007 eindeutig auf dem Thema Doping. Und insofern war meine sportpolitische Arbeit, die sich auch immer wieder mit dem IOC beschäftigt hat, dann immer mehr fokussiert auf die chemische, pharmakologische Manipulation im Sport. Es hat sich über die vielen Jahre in meiner Arbeit, aber ich glaube auch in der Tat durch unsere Arbeit und
durch Dinge, die dann infolgedessen auch weltweit teilweise in Bewegung gesetzt worden sind durch Recherchen, glaube ich, das Bild Sports ein Stück weit verändert. In Deutschland zumindest ist unser Eindruck, dass die Arbeit der ARD-Dopingredaktion eben teilweise auch zu einer breiteren Debatte über die Frage geführt hat, was das Kulturgut Sport eigentlich sein soll, was es ist und welche, im Englischen würde man sagen, Shortcomings, also welche Defizite dieses System Sport eben noch hat oder auch hat, wie möglicherweise es eben auch demokratische Defizite in der Organisationsform, in den Strukturen des internationalen Sports existieren, welche Rolle vor allem die spielen, die Athleten nämlich, ohne die Sport überhaupt nicht denkbar ist. Denn was wären Olympische Spiele ohne Sportler? Und was wiederum haben die Sportler für einen Nutzen davon, dass sie quasi als Werbefiguren solch großer Sportereignisse am Ende ihre Haut buchstäblich zum Markte tragen, aber vielleicht wenig zu sagen haben in diesem System? Das sind alles Fragen, die man stellen muss. Und ich glaube, über die Jahre hinweg hat sich auch bei mir persönlich der Blick sehr verändert auf Doping im Sport, während ich früher auch dieser relativ banalen und simplen Überlegung folgte, dass ein Sportler, der dopt, erstmal ein Betrüger ist und ein schwarzes Schaf und einer ist, der die anderen quasi um den Ruhm ihrer Bemühungen bringt, glaube ich inzwischen, dass Doping im Sport ein viel komplexeres Phänomen ist, das sich eben überhaupt nicht allein dadurch erklärt, dass ein einziger betrügt, sondern mein Eindruck ist vielmehr, dass die Geschichte des Dopings im Spitzensport über Jahrzehnte eine Geschichte vor allem der Dopingvertuschung ist. Und zu einer Vertuschung von objektiv nicht zu akzeptierenden Tatbeständen im Sport, nämlich dem Betrug durch chemische und pharmakologische Manipulation, gehören nicht nur Athleten, sondern gehört vor allem auch ein Umfeld, das den Betrug deckt. Und wenn wir allein die Geschichte, um das jetzt nochmal zu zitieren, des DDR-Dopings sehen und natürlich auch in großen Teilen des Dopings, was in anderen Ländern stattgefunden hat, auch in der alten Bundesrepublik, dann waren das immer Strukturen, die diesen Betrug mitgedeckt haben. Das war in der DDR sogar von Staats wegen von oben mit dem sogenannten Staatsplanthema 1425 von 1974 möglich, das also quasi flächendeckend für den gesamten DDR-Hochleistungssport festgelegt hat, wie der Dopingbetrug organisiert wird. Das war auch im Westen Deutschlands so, dass staatliche oder halbstaatliche Institutionen diesen Betrug, der ja auch weit verbreitet war, mitgedeckt haben, ihn zumindest nicht unterbunden haben, teilweise sogar gefördert haben. Und wenn man sich Ergebnisse von großen Ereignissen, von großen Sportwettkämpfen der 70er, 80er, 90er Jahre anschaut, dann wird man feststellen, dass dort viele Leistungen im Nachhinein dann so erklärt werden konnten, dass eben Doping eine massive Rolle gespielt hat. Es gibt viele unerklärliche Leistungssprünge, fantastische Weltrekorde, die Jahre, Jahrzehnte gehalten haben, von denen man leider annehmen muss, und das ist ja auch durch Zeugenaussagen, aber auch durch Dokumente später belegt worden, dass dies zu großem Teil, wenn nicht sogar flächendeckend oder fast ausschließlich, Leistungen waren, die vor allem durch den Anabolika-Betrug und auch durch den EPO-Betrug später erreicht worden sind. Wir müssen also davon ausgehen, dass viele Sportereignisse dieser Zeit, auch behaupte ich mal, bis in die jüngere Vergangenheit hinein, großflächige Sportwettkämpfe massenhaften Betrugs gewesen sind und dass wir quasi live in die Fernsehstuben, in die Wohnzimmer über die vielen Jahre übertragen bekommen haben, großflächigen Sportbetrug, zumindest in manchen Sportarten. Und wenn man inzwischen weiß, und auch Zahlen belegen das ja, wie viel Doping dort eine Rolle gespielt hat, und dieses unentdeckt geblieben ist, erst durch Recherchen, beispielsweise auch durch unsere Redaktion oder auch durch Staatsanwälte oder Polizisten, denken wir ans russische Staatsdoping, was ja auch noch eine Rolle spielte, oder durch Ermittlungen, was dann offen zutage getreten ist, dann ist völlig klar, dass dieses Doping, was im Nachhinein entdeckt worden ist, vorher gedeckt worden sein musste von Strukturen. Und damit von Leuten, die in Sportsystemen verankert waren und offensichtlich kein Interesse daran gehabt haben, Doping zu bekämpfen, sondern ganz simpel Doping zu vertuschen. Und da kommen wir zu einem grundsätzlichen Phänomen, das ich sehe beim Thema Doping. Man muss sich die simple Frage stellen,
Aus meiner Sicht ist das jedenfalls über die Jahre die drängendste Frage geworden. Welchen Nutzen hat eigentlich Dopingbekämpfung? Und wenn wir mal ganz ehrlich sind und diese Geschichte zurückverfolgen über die vielen Jahrzehnte, dann stellt sich ja schon eine Frage, was nutzt Doping eigentlich dem Sport? Abgesehen von den fatalen gesundheitlichen Folgen, die es im Einzelfall für Athleten haben kann, leider spielen diese Überlegungen häufig in den Köpfen von Funktionären, zumindest war es in der Vergangenheit häufig so, keine große Rolle. Dafür steht die Frage im Raum, wem nutzt es? Und ganz simpel betrachtet, gerade in Sportarten, in denen es halt um die sportliche Höchstleistung, die messbare sportliche Höchstleistung geht, wie zum Beispiel in der Leichtathletik oder im Gewichtheben oder auch im Schwimmen, um hier nur drei typische Beispiele zu nennen. Da ist ein Sportereignis vor allem dann attraktiv, wenn sportliche Höchstleistungen erzielt werden. Und sie werden ja auch entsprechend beworben, diese Wettkämpfe, nämlich immer höher, schneller, weiter. Und da winkt der nächste Weltrekord, da gibt es den nächsten Jackpot, da winkt der nächste Goldbarren. Wir wollen hoffen, dass der nächste Weltrekord gebrochen wird. Das ist ja eigentlich das typische Vokabular, was man über die Jahre hinweg bei der Bewerbung von Sportgroßereignissen immer wieder erlebt hat. Das macht Sport attraktiv. Insofern nützt es etwas. Es nützt dem Athleten, dem ganz persönlich, weil er nämlich dadurch mehr Medaillen gewinnt, dadurch natürlich höhere Siegprämien einfahren kann. Er hat auch damit höhere Einnahmen durch Sponsorverträge. Das nützt auch dem Manager, der ihn betreut, den Sportagenten, der nämlich dadurch mehr Provisionen bekommt, je mehr Verträge abschließt, je mehr Gelder reinkommen, hat auch er seinen Nutzen davon. Das nutzt dem Sportveranstalter, weil der nämlich dadurch mehr Zuschauer ins Stadion bekommt, weil er dadurch auch mehr Fernsehzeiten bekommt. Die Fernsehrechte müssen auch berücksichtigt werden. Auch dafür gibt es Einnahmen, entweder beim Verband oder beim Veranstalter, der da kräftig mitkassiert. Die Werbebanden im Stadion lassen sich besser verkaufen bei mehr Zuschauern und auch bei mehr Fernsehzeit, die generiert wird, also längeren Übertragungszeiten. Das wiederum ist für den Sponsor nicht so schlecht, weil der durch seine Produkte besser im Bild hat und wahrscheinlich besser verkaufen kann. Weil sonst würde er das ja nicht tun. Der Sportverband profitiert also durch auch mehr Sponsoren. Dann kommt natürlich der Sponsor selber, das habe ich eben erzählt, der mehr profitiert. Die Politik hat ihren Nutzen davon, weil sie damit besser legitimieren kann, warum sich Sportförderung vom Staat eben lohnt. Sie hat also eine bessere Rechtfertigung. Die Fernsehanstalten haben ihren großen Nutzen davon, weil sie höhere Einschaltquoten erzielen, weil sie auch besser ihre Fernsehspots, zumindest bei den privaten Sendern, das ist ja offenkundig, an den Mann bringen können zu höheren Preisen. Also ein Benefit, eine Win-Win-Situation für alle, die an diesem Sportindustrie-Karussell, nenne ich es jetzt mal, beteiligt sind, die da mitfahren. Was passiert aber, wenn plötzlich ein Dopingfall aufgedeckt wird? Sehr schnell ist dann vom schwarzen Schaf die Rede, vom Einzeltäter, der ja den Rest betrogen hat. Natürlich hat der Athlet auch eine Verantwortung, ganz klar. Aber er ist ja nicht der Einzige, der dann in den Fokus rückt oder rücken müsste und vor allem der Nachteile hat. Denn wenn Doping aufgedeckt wird, dann wird nicht nur der Sportler verlieren an seiner Medaille, Disqualifikation, keine Siegprämie oder Aberkennung der Siegprämie, keine Sponsorengelder. Dann hat auch der Agent ein Problem, weil der natürlich in dieser Situation auch weniger verdient oder gar nichts verdient. Der Veranstalter muss um die Attraktivität seines Sportereignisses fürchten. Möglicherweise kommen weniger Zuschauer ins Stadion, es fällt sogar aus, es kommt vielleicht gar keiner. Die Fernsehsender übertragen weniger oder gar nicht mehr, also auch ganz schlecht. Die Sponsoren ziehen sich zurück, die Sponsoren des Verbandes gehen weg. Die Fernsehanstalten müssen plötzlich Konserven übertragen, weil Sport nicht mehr da ist. Und die Politik bekommt ein Legitimationsproblem. Am Ende ist es für alle schlecht, übrigens auch für die Ärzte, für die Trainer und andere Betreuer, weil natürlich auch bei denen der sportliche Erfolg dazu führt, dass sie sicherer am Sattel sitzen oder mehr Geld verdienen. Also wird aus der Win-Win-Situation ganz schnell eine Lose-Lose-Situation für alle Beteiligten. Und die Frage, auch vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen Vertuschung von Doping im Spitzensport, stellt sich, welchen Sinn soll es für einen, der Sport promotet, haben, Doping ernsthaft zu bekämpfen, wenn er weiß, dass eigentlich durch Doping, zumindest in manchen Sportarten, die Attraktivität des Wettbewerbs eher gestiegen als gefallen ist.
welchen Sinn soll es haben, dann offensiv gegen Doping vorzugehen? Vielleicht ist es dann besser zu behaupten, man ginge offensiv gegen Doping vor, aber drückt dann mindestens ein, wenn nicht sogar beide Augen zu. Und das ist aus meiner Sicht das, was wir in vielen Jahrzehnten Sport international erlebt haben, dass eben bewusst weggeschaut worden ist häufig, nicht von allen, es gab auch andere Beispiele, aber das ist doch eine sehr starke Tendenz, die ich zumindest da erkannt habe. Und das zeigt für mich, dass der Schutz des Kulturgutes Sports eben nicht von denen erfolgen kann, die Sport promoten, die ein Interesse daran haben, dass Sport möglichst fleckenlos und oder unbefleckt in die Fernsehstuben flimmert, sondern dass nur diejenigen den Sport kontrollieren sollten, die unabhängig sind, die nicht diese Interessen verfolgen. Und es ist ja auch jetzt in den letzten Jahren immer spürbarer geworden und deutlicher geworden, wie eben um die Macht, um die Kontrolle im Sport gerungen wird. Ob das jetzt der Kampf oder die Diskussionen zwischen Athleten und dem IOC sind, in diesem Fall zwischen Athleten, die sich ein Stück weit abheben wollen oder distanzieren wollen vom organisierten Sport, oder ob es um Journalismus geht, ob es um Staaten geht, die Anti-Doping-Gesetze einfordern oder auch durchsetzen und die durchaus zögerliche Haltung, die es ja jahrelang auch beispielsweise um IOC gegeben hat, zu der Frage, ob Anti-Doping-Politik eben auch staatlich sanktioniert oder verfolgt werden soll oder nicht. All das sind die Rahmenbedingungen eines Sportsystems, die ich versucht habe zu beschreiben, die zeigen, dass der Sport als Kulturgut, vor allem finanziert auch in großen Teilen durch die öffentliche Hand und nicht nur durch Sponsoren, dass der eine Kontrolle benötigt, die eben so weit wie möglich nicht interessengesteuert ist. Das halte ich für sehr wichtig und ich halte es vor allem deshalb für sehr wichtig, weil eben so viel Geld in den Sport fließt. Denken wir allein an die Tatsache, wie viel Geld auf Sport, für Sportplätze, für Sportanlagen von den Kommunen investiert werden, wie viel Geld der Staat in die Leistungssportförderung schießt. Denken wir an Hallenbäder und alles andere, was eben auch aus der öffentlichen Hand subventioniert wird. Alles dient dem Sport, dient dazu, dass Menschen dieses Kulturgut annehmen. Und wenn sie das tun und wenn der Staat und damit wir als Bürger den Sport bezuschussen, unterstützen, dann finde ich, haben wir auch das Recht, eben darauf Einfluss zu nehmen und zu schauen, dass dieses Kulturgut auch dem entspricht, was es vorgibt zu tun und nicht etwa auf Abwägen wandelt. Und das ist das, was ich zumindest in den letzten 10, 15 Jahren immer wieder erlebt habe, wenn ich mich mit diesem Thema näher beschäftigt habe. Dann war mein Eindruck manchmal der, dass man Einzeltäter sehr schnell stigmatisiert hat, dass man sehr schnell gesagt hat, guck mal, da ist einer, der hat gedopt, das ist ein Betrüger, von dem distanzieren wir es, von dem wollen wir uns nichts zu tun haben. Die Gesamtverantwortung für die Abwegigkeiten, die wir in diesem System Sport erlebt haben, die wurde nicht gestellt oder die Frage wurde nicht gestellt. Und es war sogar häufig so, das war jedenfalls mein Eindruck, dass Sportorganisationen weniger Angst vor Dopern hatten, als vielmehr vor kritischen, investigativen Journalisten, die Fragen gestellt haben. Denn die haben offensichtlich das Geschäftsmodell der unbefleckten Reinheit des Sports, der angeblich unbefleckten Reinheit des Sports, mehr gefährdet als so manche Betrüger, die unterwegs gewesen sind. Ja, das ist das, was ich vielleicht eingangs unserer Diskussion heute ein Stück weit beisteuern kann. Ich habe 20 Minuten, wie mir gesagt worden ist. Vielleicht darf ich noch ein, zwei Minuten verwenden auf die Recherchen der letzten Jahre, die wir für die ARD-Doping-Redaktion durchgeführt haben. Ich möchte dabei betonen, dass es nicht etwa eine Arbeit war, die ich verrichtet habe allein, sondern das geschieht natürlich im Team. Das ist umfangreich, das ist kompliziert, das ist rechtlich schwierig. Es gibt viele Leute, die nicht unbedingt ein großes Interesse daran haben. Ich habe das ja eben schon erwähnt, dass wir auch erfolgreich sind bei unseren Recherchen. Es gibt Menschen, die uns Steine in den Weg legen, die uns auch mit Fake News konfrontieren, die uns aufs Glatteis führen wollen. Es gibt Leute, die unsere Beweggründe in Frage stellen, die andere Motive vermuten hinter unserer Arbeit. Es gibt Leute, die sagen, wir würden Nestbeschmutzer sein oder Spielverderber im Sport. Das ist schon offensichtlich. Es gibt allerdings auch in den letzten Jahren, das muss ich auch sagen, eine zunehmende Anerkennung für die Arbeit unserer Redaktion in Deutschland und auch darüber hinaus.
Ich glaube, dass sich auch im Sportjournalismus partiell ein gewisser Wandel vollzieht. Es gibt Redaktionen in Deutschland, die ja schon früher sehr intensiv auch in der Sportpolitik unterwegs waren und auch kritischen Journalismus gepflegt haben, oder auch Doping-Recherchen immer wieder hervorbrachten. Denken wir an die FAZ und auch die Süddeutsche oder auch den Deutschlandfunk. Also da hat sich schon ohnehin immer was getan. Aber mein Eindruck ist, in den letzten Jahren gab es und gibt es ein verstärktes Interesse auch für solche Arbeit, wie die Kollegen und Kolleginnen und wir sie verrichten. Ich merke das daran, dass wir sehr viele Anfragen bekommen, auch von jungen Studierenden, die zu uns kommen und die sagen, sie würden gerne im Sportjournalismus arbeiten, aber gerne solchen Journalismus machen, wie auch wir ihn betreiben. Das freut uns natürlich. War früher nicht immer so, da war es doch sehr fußballlastig oder sehr auf den klassischen Sportjournalismus fokussiert. Viele Sportler, die selber irgendwann dann meinten, dass sie jetzt doch in dieser Szene, in diesem Milieu, wenn man so möchte, drinbleiben wollen und deswegen eben in den Sportjournalismus wechseln, ohne aber aus meiner Sicht die nötige kritische Distanz zu diesem Geschäft mitgebracht zu haben. In den letzten Jahren haben wir, das werden die meisten wissen, ja diesen Russland-Skandal, das war 2014, ins Rollen gebracht. Das hat auch dazu geführt, dass die Widerstände noch größer geworden sind. Es gibt auch gelegentlich Leute, die dann nicht nur irgendwie sich beschweren, sondern die dann auch Drohungen aussprechen zu unserer Arbeit. Das war auch nicht immer lustig und hat schon gezeigt, dass man mitunter offensichtlich einen Nerv getroffen hat. Aber es ist schon so, dass solche Recherchen wie in Russland oder auch in Kenia, das ist mitunter untergegangen in der Öffentlichkeit, das war eigentlich fast ähnlich. Auch da hat sich durch die ARD-Recherchen, das war schon 2012, eine Menge inzwischen bewegt. Es ist eine Menge offensichtlich geworden, was da vorher wahrscheinlich überhaupt nicht gut gelaufen ist. Also da haben wir schon Impulse anstoßen können und ich glaube, dass das auch dann am Ende legitimiert die Arbeit von uns. Und ich finde das im besten Sinne hier, ich bin ein ganz starker Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und glaube, dass der nötig ist für unsere Gesellschaft. Corona zeigt nötiger denn je aus meiner Sicht. Dass investigativer, hintergründiger, kritisch hinterfragender Journalismus, dem aber auch die nötigen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, dass der eben ganz, ganz wichtig, dass der geradezu essentiell für eine demokratische Grund- oder Weltordnung, oder Grundordnung in unserem Land zumindest ist. Und dass wir alle ärmer wären, wenn es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht gäbe. Erlauben Sie mir an dieser Stelle diese Werbung, wenn man so möchte. Ein Stück weit auch im Interesse des Journalismus, aber das finde ich nötig. Und ich kann mich nur bedanken, dass die ARD uns über Jahre hinweg quasi so massiv unterstützt, dass wir halt auch nicht nur mit meiner Person, sondern auch mit anderen in der Lage sind, diesen Dingen nachzugehen. Ohne Teamarbeit wäre das alles nicht möglich. Und mal schauen, wie lange wir das noch so weitermachen. Soweit erstmal meine Einführung. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Hajo Seppelt, für diesen, ich glaube, sehr ausführlichen und informativen Impuls zu Beginn. Ich glaube, eine hervorragende Einführung in unsere Runde. Einen schönen guten Abend von meiner Seite. Für diejenigen, die später dazu gekommen sind, mein Name ist Johannes Herber. Ich bin Geschäftsführer von Athleten Deutschland. Das ist die Interessenvertretung der bundesdeutschen Kaderathletin. Ich mache auch mal ein bisschen Werbung. Sie finden uns im Internet unter athleten-deutschland.org. Das soll es dann aber auch gewesen sein, denn wir haben tatsächlich sehr viele interessante Themen, die Herr Seppelt bereits angerissen hat und dazu aber auch zwei sehr kompetente Gesprächspartnerinnen heute noch dazu, die ich Ihnen jetzt auch vorstellen möchte. Die eine ist Bundestagsabgeordnete der FDP für den Wahlkreis Erlangen. Sie ist stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und was sie für den heutigen Abend besonders qualifiziert, sie ist Obfrau im Sportausschuss des Bundestages. Herzlich willkommen, Britta Dassler. Und guten Abend, freue mich sehr. Hallo. Und dann die zweite Gesprächspartnerin ist Fabienne Königstein. Fabienne Königstein ist
deutsche Marathonmeisterin 2018 geworden und 11. bei den Europameisterschaften in dem gleichen Jahr. Sie ist weiterhin aktiv und hat gerade ihren Master abgeschlossen in Molekularbiologie. Das heißt, vielleicht auch über die medizinische Seite einen kleinen Zugang zum Doping oder vielleicht ein besseres Verständnis. Ich würde gleich einsteigen mit Ihnen, Frau Dassler. Wir haben ja von Herrn Seppelt schon ein bisschen was über die verschiedenen Aspekte und vielleicht auch Anreize für Doping und auch für oder wider den Kampf gegen Doping gehört. Aus Ihrer Sicht als Politikerin, warum sind Medaillen auf internationaler Bühne so wertvoll für ein Land, dass man erstmal, wie auch Deutschland, beträchtliche Summen in die Sportler oder die Förderung des Sports investiert, aber dass es dann gleichzeitig auch Länder gibt, die so weit gehen, vorsätzlich zu betrügen und wie auch Herr Seppelt das in seinem im Buch skizziert, tatsächlich Athletinnen und Athleten als Versuchskaninchen benutzt und sie auf eine gewisse Art und Weise heranzüchtet. Ja, also wenn ich dazu erst mal sagen darf, Herr Seppelt, Sie haben das gesagt, Sport ist für mich auch Kulturgut. Sport bedeutet für mich Spaß, Sport bedeutet für mich aber auch Bildung, weil ich bin im Bildungsausschuss, Werte erlernen und so weiter. Aber Sport bedeutet für mich auch Gesundheit. Wer viel sportelt, hat weniger Probleme mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Für mich ist Sport, ich mache das ja 2017 als Obfrau und Sprecher für die FDP im Sportausschuss, ist für mich immer das Geflecht Politik, Sport und Doping. Und wir als FDP stehen nur für einen sauberen Sport. Und Sie haben es ja gesagt, wir von Seiten der Bundesregierung oder von Seiten des Bundes unterstützen ja den Spitzensport. Breitensport wird ja über den Föderalismus der Länder gemacht. Was aber ganz, ganz wichtig ist, auch zu beachten, Sport hat politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung. Aber es muss ein sauberer Sport sein. Und Herr Seppelt, Sie haben davon gesprochen, über die Shortcomings. Und da müssen wir noch ganz viel machen, weil es wurde schon vieles gemacht. Aber wir brauchen Unabhängigkeit der Dopingagenturen unbedingt, dass die finanzielle Verflechtung aufhört. Wir brauchen auch eine Verbesserung des Anti-Doping-Gesetzes und zwar ziemlich schnell. Und da können wir uns ja über Whistleblower und so weiter, Kronzeugenregelung später unterhalten. Und wir brauchen noch eine Transparenz der Verbände. Und was überhaupt nicht sein kann, ich bin ein großer Verfechter Ihrer Arbeit und habe auch mit wahnsinniger Freude und Interesse Ihr Buch gelesen, Feinde des Sports, und was Sie da undercover alles ermittelt haben. Und ja, Sie haben recht. Sie haben recht, da wird viel vertuscht, weil, wie haben Sie es gesagt, es nutzt jedem, dem Sportler, den Managern, den Veranstaltern, den Sponsoren und so weiter. Und da müssen wir hin, weil es kann nicht sein, dass jemand wie Frau Königstein, die sauber ist, sich messen muss mit gedopten Athleten. Und solange wir nicht die finanzielle Verflechtung hinbekommen, dass es aufhört, und deswegen muss der DOSB in meinen Augen, und dafür kämpfe ich, muss der DOSB in Zusammenarbeit mit dem BMI, also Bundesministerium des Inneren, dafür sorgen, dass die Finanzierung der Anti-Doping-Agentur so gestellt wird, dass man sich nicht selber kontrolliert. Und ich weiß, ich habe damals am Tag der Weltmeisterschaft meine erste Rede im Bundestag gehalten über den Fußball. Und Sie sind ja damals, durften Sie erst nicht einreisen, dann hätte man Sie einreisen lassen und die ARD hat Sie gewarnt und ich wäre auch nicht hingefahren. Aber ich bin ein großer Verfechter Ihrer Arbeit und ohne Ihre Arbeit wurde vieles gar nicht aufgedeckt. Und das ist wichtig und richtig, denn nur ein sauberer Sport, ich schaue zum Beispiel, früher habe ich Tour de France geschaut, schaue ich seit vielen Jahren nicht. Weil das macht keinen Spaß, wenn man sieht, wie jemand gewinnt, der dann gedopt war. Und insofern freue ich mich riesig auf die Diskussion jetzt. Und da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun. Und leider, wir hatten ja den neuen Präsidenten der WADA eingeladen. Der hat uns aber jetzt schon dreimal abgesagt. Gut, jetzt ist Pandemiezeit. Aber auch ein Thema, was ich gerne mal anreißen würde später, ist Dopingkontrollen in der Pandemiezeit. Weil auch ein ganz schwieriges Thema. So viel jetzt erstmal von meiner Seite. Und die Frage, die Sie gestellt haben, warum ist es so wichtig? Medaillen, weil
die deutschen Spitzensportler haben eine Vorbildfunktion. Die jungen Leute schauen drauf und sagen, toll, und die stehen für unser Land und so weiter. Und deswegen muss der Sport sauber sein. Weil ich kann keine Vorbildfunktion als Sportler wahrnehmen, wenn ich weiß, ich betrüge. Und da müssen wir hin. Nicht nur, dass Doping überhaupt gemacht wird, wir müssen dafür sorgen, dass es nicht mehr gemacht werden kann. Ja, jetzt aber nochmal zu der Frage, wenn es autoritäre Regime gibt, die ja vorsätzlich ihren Nachwuchs dopen und auch tatsächlich gewissentlich riskieren, dass diese Sportler vielleicht lebenslange Schäden davon tragen. Was ist der Anreiz für ein solches Regime, dass es auch ein Risiko für seine Reputation eingeht und staatliches Doping betreibt? Ja, weil diese autoritären Regime gut dastehen sollen, wollen und sollen und müssen, aber in erster Linie wollen. Schauen Sie doch Putin an bei der Weltmeisterschaft, kann Herr Seppel bestätigen. In Russland war doch alles unterdrückt, vorher Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und. Aber in den Wochen, wo da Weltmeisterschaft war, hat Putin mal schöne, heile Welt gespielt. Und da muss aber, ich sag mal, die Weltorganisation muss sich dahinter stellen und auch eine WADA mit einem Herrn Banker müsste viel stärker operieren, weil wenn Sie sagen, was jetzt Russland gemacht hat mit der RUSADA, geht doch gar nicht. Oder wenn während der Weltmeisterschaft die RUSADA überhaupt keine Tests durchführen konnte, weil die FIFA das unterbunden hatte, geht doch gar nicht. Wo soll denn da die Vergleichbarkeit sein? Jeder will gut dastehen. Aber eigentlich muss jede Regierung doch dafür sorgen, dass sie ihren eigenen Laden in ihrem eigenen Land sauber halten. Und da sind wir ja mit dabei. Aber gut, ich kann einem Herrn Putin nicht vorschreiben, was er in Russland macht oder was in China gemacht wird oder sonst wo. Da muss der Druck von ganz oben kommen, von anderer Seite, von einer Staatengemeinschaft, damit unsere Sportler die gleichen Chancen haben. Darf ich dazu gleich was sagen? Gerne. Also ich glaube, dafür sind wir immer noch nicht in Russland, hat sich noch nichts verändert. Wir haben es nochmal versucht, aber vor einem halben Jahr hat es geheißen, geht immer noch nicht. Also die scheinen uns das immer noch übel zu nehmen. Ich würde gerne anschließen an das, was Sie sagen, Frau Dassler. Ich glaube, wir brauchen aus meiner Sicht, und das erklärt ein bisschen vielleicht auch, warum das so abläuft, wir brauchen eine Intellektualisierung des Sports. Das betrifft den Journalismus, das betrifft aber auch die Organisationen des Sports und das geht runter bis zu den Trainern. Ich habe das in Russland erlebt, aber das ist in vielen anderen Ländern, glaube ich, auch nicht viel anders, zumindest nach meiner Wahrnehmung. Es ist offensichtlich nicht die Priorität bei Trainern, jedenfalls bei vielen Trainern. Und teilweise ist das auch durch ökonomischen Druck bedingt, dass die Gesundheit des Athleten an erster Linie steht, sondern es geht um den Erfolg. Denn der Erfolg nützt ihm, und ich hatte ja vorhin schon erzählt, diese Verwertungskette der kommerzialisierten Spitzensportfokussierung, die bewirkt das ja auch noch. Es geht nicht darum. Und wenn man dann Menschen hat, die in der Athletenbetreuung unterwegs sind und deren Ziel es nicht ist, Leute gesund zu erhalten, sondern deren Leistung zu optimieren und die auch noch aus einem entsprechenden Umfeld kommen und auch nicht kontrolliert werden dabei, dann ist es doch nachvollziehbar, dass es zu solchen Fehlentwicklungen kommen kann. Und das ist in der ganzen Welt so, das ist auch in Deutschland so gewesen, um das mal auch klar zu sagen, ja. Hier sind die Kontrollmechanismen inzwischen andere, hier werden andere Debatten geführt, andererseits werden Trainer teilweise schlecht bezahlt. Das ist auch ein Phänomen, was man sehen muss. Das heißt, auch die sind unter unglaublichem Druck. Es gibt Verträge, die nicht verlängert werden oder die sehr unsicher ausgestattet sind. Das sind alles Dinge, die dazu führen, dass wir hier nicht über ein Kulturgut reden, sondern wir reden hier über knallharte kommerzielle Interessen. Bei manchen ist es so, dass die nachvollziehbar verständlich sind, die müssen ihre Familien ernähren. Bei manchen geht es nur ums Geld verdienen. Wenn ich an die Diskussion über Corona und die Bundesliga denke und wenn ich Herrn Rummenigge höre, der gestern davon orakelt, dass nun die Bundesliga als Front League quasi weltweit nun Milliarden Zuschauer haben wird, dann frage ich mich, hat er immer noch den Schuss nicht gehört? Und welche Prioritäten setzt er ja eigentlich, wenn wir in Deutschland darüber debattieren, ob Leute Breitensport betreiben dürfen? Das sind alles Fragen, die aus meiner Sicht einer Intellektualisierung bedürfen. Also da muss die Herangehensweise eine andere sein. Ich glaube allerdings auch, dass wir viel stärker
eben auch kluge Köpfe brauchen, die auf der anderen Seite des Tisches sitzen. Da bin ich Bernd Herber. Wir brauchen Athleten, die nicht immer nur in irgendwelchen Kommissionen sitzen, des IOC beispielsweise. Das ist für mich eine klassische Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Situation. Ich sage immer, die Athleten brauchen Gewerkschaften, weil sie sind knallhart. Darf ich dazu ganz kurz was sagen? Deswegen war ich ein Verfechter dafür, weil Max Hartung ist ein Freund von mir. Und ich war ein Verfechter dafür, dass wir die Athleten Deutschland als Verein selbstständig stellen, habe dafür gekämpft, dass finanzielle Unterstützung kam, weil es doch nicht sein kann, dass ein Athletenvertreter unter dem Dach des DOSB ist, dann den DOSB kritisiert. Das passt nicht zusammen. Das muss unabhängig sein, weil nur so kann ich doch wirklich meine Meinung sagen und habe auch ein ganz anderes Standing und werde auch anders gehört. Entschuldigung. Im IOC halt nicht. Im IOC wird immer gesagt, wir befragen die Athleten, weil welche Athleten werden befragt? All die, die in Abhängigkeiten, wenn man so möchte, zum Arbeitgeber stehen, also zur Sportorganisation. Vielen Dank für Ihre beide Unterstützung für den Verein. Und ich bin ja heute in meiner Rolle hier als Moderator, wollte gar nicht so viel über den Verein reden und muss dafür sorgen, dass alle zu Wort kommen. Deswegen würde ich jetzt gerne mit Frau Königstein auch weitermachen. Und zwar wollte ich Sie fragen, wenn Sie jetzt so dieses, ich würde mal sagen, fast schon dystopische Bild sehen, was Hajo Seppelt gezeichnet hat. Und er hat zum Beispiel in seinem Buch auch, er zitiert dort ein Gespräch mit einem russischen Athleten, der ihm sagt, er glaubt, dass 70-80% aller russischen Athleten gedopt sind. Was ist das für ein Gefühl für Sie, wenn Sie in den Start gehen, in dem Wissen, dass in dem Feld mit großer Wahrscheinlichkeit auch gedopte Athletinnen am Start sind? Das ist natürlich schwierig. Mir hat mal ein Bundestrainer vor Jahren gesagt, wenn man sich für den Sport entscheidet, dann ist klar, dass es auch Betrüger geben wird. Und wenn du an dieser Startlinie dann stehst, musst du es eigentlich ausblenden, weil du musst an dem Tag, wenn du gewinnen willst, alle besiegen. Und dann spielt es keine Rolle, ob die im Vorfeld oder nach, also was sie gemacht haben. Ja, ich glaube, im Wettkampf gelingt mir das auch ganz gut, das auszublenden, weil ich glaube, sonst hat man es verdammt schwer. Aber wenn man so die Reportagen verfolgt von Herrn Seppelt oder dann auch wirklich mal mitbekommt bei der EM in Berlin, die Vizemeisterin wurde jetzt ein oder zwei Jahre später eben auch gesperrt, weil ein Dopingverdacht vorliegt, dann erschüttert einen das schon. Es ist ja durchaus bekannt, dass eigentlich die deutsche Anti-Doping-Agentur, also die NADA, noch eine derjenigen ist, die den WADA-Code eigentlich am striktesten umsetzt. Und ich wollte Sie deshalb mal einfach mal bitten, Frau Königstein, wenn Sie uns vielleicht mal kurz skizzieren auf den Hörerinnen und Hörern, die nicht so firm sind im Sport, mal kurz skizzieren, wie sich so dieses Anti-Doping-Kontrollsystem in Ihrem Alltag darstellt und was es für Sie bedeutet. Ja, also viele Freunde und Bekannte, die wundern sich immer, wenn ich erzähle, dass ich tatsächlich jeden Tag meinen Übernachtungsort angeben muss. Das muss man alle 3 Monate schon mal für ein ganzes Quartal vorangeben, kann es aber zur Zeit des Internets natürlich auch jederzeit nochmal ändern. Die Flexibilität hat man, muss aber dann natürlich auch wirklich das immer im Kopf haben, wenn man jetzt doch mal nochmal spontan bei den Eltern eine Nacht länger ist, dass man sich einloggt und nochmal den Aufenthaltsort ändert. Und dann können wir eben von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends kontrolliert werden. Ich glaube, mittlerweile wurde sogar geändert und sie dürfen 24 Stunden um die Uhr. Und das kommt dann wirklich so, ich würde sagen, 10-mal im Jahr grob vor, dass eben morgens um 6 oder abends um 21 Uhr dann noch die Kontrolleure vor der Haustür stehen. Und ja, ich weiß auch schon von Freunden, die wollten dann an die Uni und kamen zu spät, weil sie eben noch zu Hause festsaßen und eine Dopingkontrolle hatten. Ja. Ich finde das ganze System in Ordnung, weil ich stehe für sauberen Sport und finde das gut, dass wir so kontrolliert werden, aber würde mir eben auch wünschen, dass es einen internationalen Standard gibt. Es kann nicht sein, dass deutsche Athleten auf einem ganz anderen Niveau getestet werden als Athleten anderer Nationen.
Bei uns ist sogar so, wenn wir in Kenia im Trainingslager sind und wir dann 10 deutsche Athleten vor Ort sind, dann schickt die NADA auch tatsächlich 2 Kontrolleure zu uns. Die testen dann fast alle Athleten durch, reisen 2 Tage später wieder nach Deutschland, weil die Proben halt in unseren deutschen Labors getestet werden, da Kenia kein verlässliches Labor hat. Und da würde ich mir wünschen, dass es eben eine unabhängige WADA gibt, die das Kontrollsystem ja unter ihren Fittichen nimmt quasi und beaufsichtigt und das durchführt. Ja, ich kann mich auch noch selber gut erinnern, als ich noch im WADA-Testpool war als Nationalspieler, dass ich auch diese Besuche am Sonntagmorgen hatte und ich empfand das immer sehr unangenehm. Ich kann mich noch erinnern, da hatte ich mein Sohn war 2 Wochen alt und die Tester kamen da in die Wohnung rein und einfach kein besonders gutes Gefühl. Und ich wollte jetzt Frau Dassler fragen, Sie als liberale Politikerin und ja Verteidigerin der Freiheit und der Grundrechte, wie sieht da für Sie diese Güterabwägung aus zwischen dem sauberen Sport auf der einen Seite und auf der anderen Seite massiven Eingriffen in ja die Privatsphäre, in auch den Datenschutz bei den Athleten und das ja im Lichte dessen, dass wir sehen, dass eigentlich das Anti-Doping-Kontrollsystem kaum Erfolg hat, also im Sinne von, dass es Betrüger entlarvt oder abschreckend wirkt? Also ich würde es so ausdrücken, die Kontrollen müssen sein, aber immer auf rechtsstaatlicher Grundlage und immer unter Achtung der Persönlichkeitsrechte. Und warum muss das morgens um 6 sein oder abends noch um 23 Uhr? Da finde ich schon, da müsste man andere Regelungen finden. Und Frau Königstein hat es ja klipp und klar gesagt, sie macht alles mit, weil sie für den sauberen Sport steht. Und so kenne ich viele Spitzenathleten, die das machen. Aber auf der anderen Seite muss, ich weiß noch nicht wie, und da arbeiten wir dran, aber es muss gewährleistet sein, was Sie gesagt haben, Frau Königstein, dann nicht nur hier oder in Europa, dann auch bei allen Ländern, die Sie als Gegner auf irgendwelchen Wettkämpfen haben. Und ich würde mir zum Beispiel wünschen, die Osaka-Regel ist 2011 abgeschafft worden. Da sollte man dran arbeiten, dass das wieder aufleben kann. Und man sollte auch, ich bin auch für eine längere Dopingsperre, weil bisher sind es 3 Jahre, ich würde es auf 5 Jahre ausweiten. Und wer betrügt, der muss auch die Konsequenzen ziehen. Oder genauso, was mich wahnsinnig aufregt, ist die Tatsache, jetzt werden die Olympischen Spiele verschoben von 2020 auf 2021. Ganz viele Sportler, die 2020 nicht hätten teilnehmen dürfen, aufgrund von Dopingsperren, dürfen jetzt 2021 eventuell teilnehmen. Und da müsste sich der neue Präsident der WADA, der müsste sich dafür einsetzen. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass Spiele verschoben werden, alle Athleten darauf hintrainiert haben, saubere Athleten oder nicht entlarvte Doping-Athleten haben darauf hingearbeitet, jetzt wird verschoben. Jetzt kommen die wegen Doping gesperrt waren, kommen wieder rein. Und es kann keinen, und da habe ich auch schon mehrere Presseerklärungen rausgegeben, es kann keinen Freifahrtschein für Dopingsünder geben. Und das ist mir ganz wichtig, Herr Seppelt, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich finde es ein Unding. Sie sind ein wenig differenzierter, und zwar deshalb, weil die Regeln halt so sind, dass, weil die Osaka-Regel halt nicht greift, es Zeiträume gibt. Und diese Zeiträume sind halt nun mal verstrichen. Und selbst wenn einer gedopt hat und damit von den Olympischen Spielen ausgeschlossen wäre, dann ist halt sein Zeitraum der Dopingsperre abgelaufen. Und man kann ihn rein formalrechtlich nicht dafür verantwortlich machen, dass eine Corona-Krise kommt und er deshalb im nächsten Jahr dann wieder nicht teilnehmen darf. Denn dafür kann er halt nichts. Dann müssen die Regeln geändert werden. Aber es bringt jetzt nichts, weil wir wissen ja selber alle, wenn wir uns ein bisschen mit Juristerei auskennen, dass man nicht Gesetze jetzt einführen kann, die dann Rückwirkungen haben. Das funktioniert halt einfach nicht. Und insofern gibt es da keinen Weg. Ich bin aber auch ehrlicherweise nicht so richtig sicher, weil ich kenne natürlich die Finden von Sportpolitikern ganz gut. Man kann natürlich eine Osaka-Regel von den CAS bringen. Das ist ja damals passiert. Und dann hat der CAS gesagt, geht nicht. Und dann kann man am Ende sagen, ja, der CAS wollte es ja nicht. Und ich bin nicht so richtig sicher, ob man es wirklich dann mit der nötigen Vehemenz versucht hat. Da muss man halt überlegen, ob man die Regelung anders begründet. Und das scheint mir doch noch Luft nach oben zu sein, sagen wir es mal so.
Aber was den jetzigen Stand betrifft, ist es ganz simpel. Das bezieht sich beispielsweise auf russische Doper, von denen wir nun wissen, wie es da gelaufen ist. Die werden dann im nächsten Jahr wieder antreten können. Und dann werden sich manche zu Recht ärgern, das ist richtig. Aber die Rechtslage, die sportrechtliche Lage gibt es eben nicht anders her. Ich habe genau diese Frage gestern im Sportausschuss gestellt an Veronika Rücker, Geschäftsführerin oder Vorstandsvorsitzende vom DOSB, und an die Senatorin aus Bremen, die der Sportministerkonferenz vorsitzt oder vorsteht. Und die haben genau das Gleiche geantwortet. Aber die Frage ist doch, ob man nicht mal den Versuch startet. Man wird es nicht bis nächstes Jahr hinbekommen, weil wir waren im Sportausschuss beim CAS, wir haben uns das alles angeschaut. Aber das wäre ein richtiger, für mich, ein Weg, der gegangen werden müsste für die Zukunft halt. Also was ich ganz sicher glaube, behaupten zu dürfen, ist, dass die letzten Jahre eindeutig gezeigt haben, dass Sportpolitik auf internationalem Feld eben nicht sich an Regeln orientiert, häufig, sondern eben immer dann, wie es gerade politisch opportun ist. Die Russland-Geschichte hat eindeutig gezeigt, dass es da offensichtlich um ganz andere Fragen ging als um die Einhaltung des Regelwerkes, vor allem von Seiten des IOC. Ich erinnere mich da immer wieder an eine schöne Begebenheit, die ich mal in Berlin erlebt habe, und zwar im Sportausschuss, wo ich mal als Sachverständiger vor ein paar Jahren geladen wurde und auch ein IOC-Vertreter da war. Und es war die Hochzeit des russischen Staatsdopings und der Frage, wie man damit umgeht. Und da saß mir ein Mensch gegenüber, der aus einem hohen olympischen Sportverband kam und der mitentscheidend am Tisch saß, als es um die Russlandfrage ging oder später sitzen sollte. Und als wir dann die Russlandfrage debattierten, sagte er zu mir den schönen Satz, weil er glaubte, das kann man mal so inoffiziell sagen, ja, mit Russland kann man sowas nicht machen. Da dachte ich mir, ach, das ist also der Grund. Es geht also gar nicht um die Frage, ob hier Regeln eingehalten werden, sondern es geht darum, dass ein Big Player, und Russland ist ein Big Player, offensichtlich anders behandelt werden muss, als das bei vergleichbaren Dopingfällen mit kleineren Nationen der Fall wäre oder wo es um Einzeltäter geht. Das hat mich dann so ein bisschen an George Orwell erinnert, so frei nach dem Motto, alle Sportler sind gleich, nur die Russen sind gleicher. Das Animal Farm, Napoleon und Snowball, aber wir müssen doch dahin. Und wenn wir nicht irgendwann mal anfangen, vielleicht gibt es auch mal andere Sportpolitiker, und ich komme ja aus der Sportstadtherzung auch und kenne viele Sportler. Und deswegen ist das mir ein Herzensanliegen. Da ist auch noch Dassler. Ja, und ich habe noch Dassler. Und dafür kämpfe ich. Und solange es solche Journalisten wie Sie gibt, die genauso mitkämpfen, sind wir vielleicht auf dem richtigen Weg? Nein, wir sind auf dem richtigen Weg. Nur es ist noch ein langer Weg. Aber kleine Schritte geben irgendwann auch mal einen großen Schritt. Wobei ich Ihnen sage, Frau Dassler, ich bin kein Kämpfer, ich bin Journalist. Ja, ich bin kein Anti-Doping-Aktivist, sondern ich bin einfach nur Journalist und mache auf Dinge aufmerksam. Es gibt ja Leute, die sagen zu mir, ich sei ein Dopingjäger. Das weiß ich immer von mir und sage immer, nein, bin ich überhaupt nicht. Sondern ich bin einfach nur ein Begleiter des Sports und schaue mir an, was da passiert und mache auf Dinge aufmerksam. Und wenn das dann natürlich zu Veränderungen führt, dann werden wir sagen, na gut, das ist dann offensichtlich nötig gewesen und richtig so. Aber ich würde nie sagen, dass ich ein Teil des Systems bin. Und das ist natürlich ein Dopingjäger, ist ja am Ende ein Teil des Systems, nämlich des Bekämpfungssystems, meinetwegen, oder des Sportsystems, nur von einer anderen Seite. Und diese Vokabel würde ich mich für mich dann nicht in Anspruch nehmen wollen. Da würde ich vielleicht gerade kurz einhaken, weil Sie haben auch in Ihrem Buch, habe ich mir ein Zitat aufgeschrieben, das heißt, meist läuft etwas falsch, wenn ein Journalist selbst zum Gegenstand der Berichterstattung wird. Und das ist Ihnen ja jetzt ein paar Mal auch passiert. Und Sie sind, ob Sie es wollen oder nicht, ja ein schon bedeutender Akteur in diesem Geflecht geworden. Sie haben durch Ihre Enthüllung Sie haben nicht nur Betrüger entlarvt, sondern Sie haben auch mal aufgedeckt, dass die NADA nicht besonders effektiv gearbeitet hat, und schreiben, dass danach die NADA mehr Mittel bekam. Also da haben Sie schon Dinge bewirkt. Deswegen jetzt auch vielleicht die Frage an Frau Königstein. Wenn wir jetzt sehen, wie viel Geld eben in die Anti-Doping-Bekämpfung fließt, in die Kontrollen, sollten wir vielleicht nicht mehr in diese Investigativrecherche investieren? Sollte da nicht vielleicht mehr Geld hinfließen? Wie sehen Sie das? Also ich finde die investigative Recherche extrem wichtig, und die Arbeit von Herrn Seppelt schätze ich auch sehr hoch ein. Und die muss es auch geben und die muss gefördert werden. Ist jetzt die Frage, ob man dann von der Anti-Doping-Agentur
abkapselt oder ob man nicht zusätzlich wollen wir gar nicht kann. Wir berichten also, auch über die NADA, dann sollten wir von der NADA kein Geld bekommen. Wäre, glaube ich, nicht so gut. Das wollte ich damit auch nicht sagen, aber da sind wir, glaube ich, schon beim guten Punkt. Ich habe nämlich noch ein Zitat, das kennen Sie vielleicht, das heißt, der Haushalt ist das Skelett eines Staates, enthüllt von allen irreführenden Ideologien. Das ist von einem Ökonom, der ist Rudolf Goldscheid. Und selbst Vital Banker sagt, sein Budget von 36 Millionen ist lächerlich und gerade mal das eines mittelmäßigen Fußballclubs. Ja, wissen Sie was? Frau Dassler, warum schaffen wir es nicht, dass die WADA für diese riesige Aufgabe, die sie hat, international sozusagen für uns den Anti-Doping-Kampf auszufechten, warum ist sie so spärlich finanziert? Na, ich habe das ja eingangs gesagt, Sie müssen ja in zwei Steps denken. Erstmal kann ich ja nur für die NADA reden, weil das ist die deutsche Anti-Doping-Agentur. Und da habe ich ja eingangs gesagt, ganz wichtig ist, dass man die finanziell stärkt, aber auch die Verbände, auch den DOSB, rausholt in der Aufsichtsposition. Weil ich kann doch nicht selber das beurteilen oder dafür bezahlen, was ich selber kontrollieren soll. Geht gar nicht. Und das muss pro Land gemacht werden, vielleicht mal beginnend in Europa. Und da muss Druck erzeugt werden. Und wenn sich viele zusammentun und diesen Druck erzeugen, aber erstmal das in ihrem eigenen Laden vernünftig organisieren, loskoppeln, keine Leute in Aufsichtsräten, die selber ja, beurteilt werden. Und dann muss man Step by Step, aber erst die Länder selber. Und wenn wir dann viele Länder haben, die das schaffen, einfach diese finanzielle Entflechtung, dann muss man Druck ausüben auf die WADA. Und wie gesagt, wir haben den neuen Präsidenten, Herrn Wanka, jetzt dreimal eingeladen. Der hat uns dreimal abgesagt. Da sieht man schon die Bedeutung, die er uns beimisst. Ja, mit uns wollte er auch nicht reden. Ja, sind wir schon zu zweit. Da wollte ich nämlich noch nachfragen, weil wir hatten jetzt die Wahl oder eigentlich die Nichtwahl zwischen auch Lena Helleland aus Norwegen, die ja eine sehr progressive Vizepräsidentin war und die jetzt auch das Amt der Präsidentin übernommen hätte. Aber sie hat es nicht geschafft und ich wollte Sie eben fragen, wie Sie das beurteilen. Die Frage können Sie jetzt beide, Herr Seppel oder auch Frau Dassler, beantworten und ja, wie Sie das beurteilen und eben, was Sie sich von Herrn Banker jetzt erwarten. Erwarten Sie, dass er irgendwie progressiver wird, dass er die WADA versucht zu reformieren? Wenn wir mal ganz deutliche Worte sprechen. Meine Favoritin war Frau Helleland. Aber Witt hat es eben gesagt, da ist halt ganz viel Politik im Spiel, auch von Seiten der Verbände. Und ich glaube, dass man vielleicht diese Wahl getroffen hat, weil ein Herr Banker den einzelnen Ländern angenehmer ist als eine Frau Helleland. Ich glaube, Frau Helleland hätte viel, viel strikter, man muss jetzt schauen, was Herr Banker macht, aber ich glaube, Frau Helleland, auch in ihrer Vorstellung, hat sie ja genau gesagt, wie sie diesen ganzen Laden auf Vordermann bringen möchte. Und deswegen ist sie vielleicht auch nicht gewählt worden. Also ehrliche Worte meinerseits, was ich mir so denke. Aber wäre meine Favoritin gewesen, aber dann kommt wieder der Druck, so nach dem Motto, vielleicht wäre es uns denn angenehmer. Ja, ganz simpel, wenn 50% in den WADA-Gremien aus den Organisationen des Sports kommen und auch bei den Ländern durchaus divergierende Interessen existieren, dann ist es schwer, wenn eine Person, die natürlich am Ende auch die Kompetenzen und Machtgefüge in Frage stellt, dann wäre es natürlich merkwürdig, wenn die dann auch noch gewählt worden ist, wäre. Deswegen auch hier wieder, man sieht die Interessenverflechtung, man sieht am Ende die Klümelei, die es dort gibt. Das ist ja seit Jahrzehnten so im Spitzensport, das ist ja nun keine große Überraschung. Was ich aber viel spannender finde, und das finde ich ist am Ende ein Offenbarungseid des organisierten Sports, und da rede ich gar nicht so sehr vom IOC alleine, da rede ich eigentlich von allen. Wir müssen das ganz simpel so sagen, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt ist. Der Sport ist ein Milliardenbusiness weltweit. Milliarden. Es geht hier nicht um 200 Millionen oder ein bisschen mehr, die jetzt beispielsweise in der Sportförderung in Deutschland für Massensport ausgegeben werden. Es geht überhaupt nicht darum, was hier die WADA an 36 Millionen im Jahr bekommt, sondern es geht um die Frage, es werden Milliarden umgesetzt. Warum schafft es der organisierte Sport nicht, zu sagen, dass alle Sponsoreneinnahmen, die in den Sport fließen, meinetwegen mit 1, 2, 3, 4 oder 5% in die Bekämpfung von Korruption und Doping automatisch fließen, auf die dann die Sportverbände auch keinen Einfluss haben. Es ist eine automatische Selbstabgabe,
Das wäre so simpel. Und wir würden damit dazu beitragen, dass der Kampf gegen Korruption und Doping viel besser aufgestellt wäre, wenn das nur der Fall gewünscht wäre. Aber wenn ich sehe, dass die nationale Anti-Doping-Agentur in Deutschland jetzt einen einzigen Sponsor hat, ich weiß gar nicht, wie hoch die Summe ist, ich habe schon wieder die Firma vergessen, jahrelang war Adidas der Letzte, haben sich dann auch zurückgezogen. Und da erkennt man doch, ganz simpel und ganz ehrlich, aus Sicht der Sponsoren kann ich es, wenn ich es rein monetär betrachte, auch nachvollziehen. Was haben Sie davon, in die NADA zu investieren, wenn die NADA keine Sportwettkämpfe im Fernsehen überträgt und damit die Werbebanden nicht zu sehen sind? Die Produkte lassen sich über die NADA schlechter verkaufen. Und das Ziel eines Sponsors ist natürlich, den Sport als Plattform zu benutzen, um damit seine Produkte besser zu verkaufen. Und das lässt sich über die NADA nicht machen. Andererseits höre ich dann die Sonntagsreden bei Öffnungen von Großsportveranstaltungen oder bei Pressekonferenzen, dass sie alle für den sauberen Sport eintreten. Dann frage ich mich immer, ja, warum investieren sie denn dann nicht in den sauberen Sport, sondern warum investieren sie nur in die Vermarktung ihrer Produkte bei Sportveranstaltungen oder meinetwegen dann auch ein bisschen in die Förderung von Talenten oder was ich weiß. Das ist aber, hat ja mit dem sauberen Sport erstmal nichts zu tun. Auch deshalb sage ich, wenn dieses Interesse nicht da ist, dann muss man halt Mechanismen finden, die es erlauben, dem Sport selber so viel Geld an die Hand zu geben. Und wenn es eben das Geld ist, was er über Sponsoren einnimmt, dann wird aber sicherlich der Sportverband XY sagen, na, wenn ich schon meinen Sponsor akquiriere, warum soll ich dann auch noch auf 5 oder 10% des Geldes verzichten, das ich sehr wohl brauche, um meinen Etat am Laufen zu halten? Natürlich hat er auch kein Interesse. Und was ich schon vorhin sagte, dann stellt sich halt auch die Frage, will er überhaupt Doping ernsthaft bekämpfen? Das ist ja die nächste Frage, die man stellen kann. Und all das führt mich am Ende zu der Überlegung, es wäre vielleicht sinnvoll zu sagen, es muss eine Selbstverpflichtung geben, die alle unterschreiben. Und man entzieht den Sportverbänden auch die Hoheit, die Kompetenz, über diese 1, 2, 3, 4 oder 5% zu entscheiden. Das machen andere. Die fließen automatisch in einen Topf, meinetwegen wie eine Steuer. Und das, finde ich, wäre ein Ziel, aber das scheitert natürlich momentan noch an den Kraft- oder Macht. Finde ich einen guten Vorschlag, habe ich mal notiert und ich meine, dass Athleten Deutschland vor einiger Zeit so, als es auch schon mal ins Spiel gebracht hat. Insofern sind wir da auf einer Linie und ich muss sagen, wir sind schon fast am Ende der Diskussion, weil es ist schon nach 9. Aber ich würde, um jetzt auf den Zuschauern gerecht zu werden, vielleicht nochmal 2 Fragen aus dem Q&A hier nehmen. Und da gab es nämlich eine Frage zum Anti-Doping-Gesetz. Das ist ja auch in Deutschland noch relativ jung. Und da war die Frage, ob Sie da, Herr Seppelt oder Frau Dassel, Sie können auch die Frage beantworten, ob Sie da einen spürbaren Unterschied schon sehen. Hat es uns was gebracht? Ja, wobei ich vielleicht mal die Fabienne Königstein fragen würde, ob sie da so eine Haltung hatte. Sie ist eine Athletin und sie sieht das ja von einer anderen Perspektive. Also ich will jetzt hier nicht moderieren, sondern ich wollte vielleicht auch was dazu sagen. Ja. Selber macht es keinen Unterschied. Persönlich, ich finde es wichtig, dass eben, wenn man ein Netzwerk hat, das Doping fördert und auch dann vertuscht, dass auch Ärzte und Betreuer, Trainer verurteilt werden können. Bei Athleten finde ich, die trifft es schon hart mit ihrer Sperre, wobei ich da ähnlich wie Frau Dassler auch der Meinung bin, dass man 2 Jahre durchaus erhöhen kann, vor allem wenn man weiß, dass jemand vorsätzlich gedopt hat. Ich selbst sehe halt immer ein bisschen kritisch, wie leicht es eigentlich wäre, dass man mir oder halt anderen Athleten etwas untermischt, gerade in Trainingslagern oder Trainingsgruppen. Da wünsche ich mir, dass man eben geschützt ist als Athlet. So recherchieren wir jetzt gerade. Darf ich noch was dazu sagen? Ja, gerne. 2015 in Kraft getreten, war meines Erachtens richtig und wichtig. Dann ist es ja evaluiert worden und das haben wir auch im Sportausschuss lange diskutiert und eben verschiedene Punkte sind einfach verbesserungswürdig und müssen verbessert werden. Ich persönlich bin für eine Grundzeugenregelung, würde uns schon helfen. Ich bin auch für eine Gründung von Schwerpunktstaatsanwaltschaften, würde uns auch helfen. Und man muss einfach nicht nur die Kronzeugen, auch die Whistleblower schützen. Und das ist im Moment ja noch schwierig. Und da muss man hin, weil wir haben über auch kleine, also nicht so tolle Kanäle wie Sie haben, aber wir wissen halt auch, dass Sportler sagen,
wenn ich jetzt jemanden, ich sag mal, verrate, wie auch immer, dann ist meine Karriere beendet und wie soll das laufen? Und da muss einfach viel mehr Druck gemacht werden, weil wenn wir nicht weiter den Druck machen, und deswegen auch, Herr Herber, Sie haben es gesagt, von Athleten Deutschland aus, Sie haben es ja auch geschrieben im Artikel, da muss von Ihnen auch der Druck kommen und sagen, passt mal auf, wir machen da nur mit, wenn einfach von der NADA viel mehr gemacht wird, finanzielle Unabhängigkeit, keine Verflechtungen, wenn die NADA viel mehr auf die WADA einwirkt, damit auch Frau Königstein, wenn sie gegen Chinesen läuft oder Russen, nicht gegen gedopte Sportler laufen muss. Und da müssen wir hin. Und das Gesetz ist gut, war mein erster Schritt, aber bedarf vieler, vieler kleinen Verbesserungsmechanismen, bis wir dahin kommen, Herr Seppelt, dass wir uns über solche Themen, wahrscheinlich wir beide erleben das nicht mehr, aber dass wir uns über solche Themen nicht mehr unterhalten müssen. Also ich glaube, dass das Anti-Doping-Gesetz in Deutschland eigentlich zum ersten Mal richtig gefruchtet hat im Fall des Arztes Marc Schmidt. Da ging es um Doping im Hochleistungssport. Ansonsten muss man ehrlich sein, dass über die letzten Jahre hinweg, das gibt es ja inzwischen schon, die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in München gibt es ja schon, jetzt glaube ich, 10, 11 Jahre, dass die auch vor Einführung des Anti-Doping-Gesetzes, also der Verschärfung quasi des Arzneimittelgesetzes und auch danach vorwiegend wichtige, aber eben doch nicht auf den Leistungssport bezogene Erfolge vorweisen konnte. Da ging es um die Aushebung von Doping-Laboren, quasi Untergrundlaboren, die aber dann vorwiegend den Breiten- und Freizeitsport, Fitnessstudios beispielsweise beliefert haben. Aber im Hochleistungssport war es doch relativ dünn gesät, was an Erfolgen daraus kam. Jetzt der Fall Marc Schmidt, der zeigt schon, dass es auch da wichtige Recherchen gibt und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Das hat ja offensichtlich auch zu Erfolgen geführt. Es wird einen Prozess in diesem Jahr geben, aber da ist noch sicherlich viel Luft nach oben, was den Hochleistungssport betrifft. Und da bin ich bei Frau Dassler. Wir brauchen Experten in den Staatsanwaltschaften, auch bei der Polizei. Und das nicht nur in München oder im Saarland oder in Rheinland-Pfalz oder in Nordrhein-Westfalen, das wird ja auch diskutiert, oder jetzt in Hessen, wie ich gerade gelesen habe. Das muss bundesweit passieren. Die müssen sich koordinieren. Und die Mittel müssen aus meiner Sicht auch erhöht werden. Das sind nicht nur reine Alibi-Staatsanwaltschaften, da muss schon mehr passieren. Und man hat ja in Österreich beispielsweise gesehen, dass die da durchaus Erfolge haben, immer wieder. Das ist schon bemerkenswert. Und da würde ich schon denken, das ist etwas, was wir in Deutschland auch verfolgen sollten. Vielen Dank, Herr Seppelt. Ich glaube, ich würde an dieser Stelle mal den Schlussstrich ziehen. Ich glaube, wir hatten eine sehr, sehr gute und vor allem facettenreiche Diskussion, die man, glaube ich, noch den ganzen Abend hätte weiterführen können. Aber es freut mich, dass wir hier auch alle Akteure auf einer Linie zu sein scheinen, und zwar, dass wir uns mehr Transparenz wünschen, mehr Unabhängigkeit in diesem System, vor allem eine Entflechtung der Interessen, auch um Interessenskonflikte auszuräumen zwischen Verbänden, der Politik, und auch den Geldgebern. Wir wollen mehr Geld im System haben, das auch von den Sponsoren kommt. Und ich fand es ganz gut, wie Sie das ausgedrückt haben, Herr Seppelt, dass wir uns eine Intellektualisierung des Sports wünschen. Und ich glaube, da werden Fabian Königstein auch als Athleten-Deutschland-Mitglied und ich und alle unsere Mitstreiter uns darum bemühen und freuen uns, dass wir in Britta Dassler da eine starke Unterstützerin haben und natürlich auch in Harry Seppelt einen offenen, aufmerksamen Begleiter, der zwar nicht kämpft, aber alles dafür tut, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Vielen Dank Ihnen allen für die Teilnahme und auch herzlichen Dank an die Friedrich-Naumann-Stiftung, dass Sie ermöglicht haben, dass diese Runde zusammenkam. Und Ihnen allen einen schönen Abend, aber ich überlasse das Schlusswort dann nochmal dem Herrn Fischer. Darf ich vielleicht noch eins sagen? Es ist ein bisschen bedauerlich, dass wir jetzt die Fragen des Publikums nicht mehr beantworten können. Hier sind ja einige aufgepoppt, aber bitte um Verständnis, dass das jetzt nicht mehr möglich ist. Es tut mir auch an meiner Seite aus leid. Ja, lieber Herr Seppelt, lieber Herr Herber, liebe Frau Königstein, liebe Frau Dassler,
Ihnen allen recht herzlichen Dank. Tatsächlich war es das, was ich am Anfang meinte. Mir war klar, dass bei so einem Thema und auch innerhalb von 60 Minuten wir es nicht schaffen werden, tatsächlich die Diskussion abzuschließen. Umso schöner wäre es gewesen, mit Ihnen allen jetzt noch tatsächlich in Einzeldiskussionen einzusteigen bei einem kleinen Absackerglasbrause. Aber wir versuchen das gerne nachzuholen und ich habe trotzdem sehr, sehr viel gelernt. Genau das hatte ich mir davon versprochen, wenn wir sagen, wir machen eine Diskussion zum Thema Spitzensport in Deutschland. Wir wollen schauen, welche Kompetenzen liegen denn wo und wer kann wie handeln, um den Sport tatsächlich auch sauber zu halten. Lassen Sie mich vielleicht das als Schlusswort sagen. Wir haben uns heute mit dem Spitzensport beschäftigt. In der kommenden Woche am Mittwoch zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr werden wir auf den Breitensport schauen und zeigen, wie die Vereine in Deutschland tatsächlich unter den Corona-Regelungen leiden. Und wir wollen Hinweise und Tipps geben, wie Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker ihre Sportvereine vor Ort unterstützen können. Wenn Sie daran Interesse haben, würde ich mich freuen, wenn Sie bei uns in den Webshop schauen. Ab morgen können Sie sich für die Veranstaltung anmelden. Ansonsten wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend noch. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns bei nächster Gelegenheit wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Freue mich auch drauf.